Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück bei Call of Duty Vanguard. In der letzten Folge haben wir unsere Cooper-Karabiner auf Stufe 58 gebracht. Ich freue mich schon, sobald wir Stufe 60 erreicht haben, dass ich dann hier diese besondere Aufgabe habe, mit drei bestimmten Aufsätzen irgendetwas zu machen. Ich weiß nicht, was es ist. Kann mich dann natürlich auch mächtig täuschen und dann merken, dass ich mich doch nicht gefreut haben hätte müssen. Sagt man das so? Ja, dass es halt nach hinten losgeht und ich wieder ganz komische Aufgaben habe, wie Quickscoping und lauter so ein Kram. Schauen wir mal. Wir springen mal direkt in das Spielgeschehen. Und wir sind hier auf Decoy gestrandet. 8 gegen 8. Hardpoint, glaube ich, war es. Hardpoint. Move out and secure the objective. Try not to get yourself killed. Hardpoint confirmed. The enemy has taken the hard point. Hard point activated. Ja je, warum bin ich denn da weggezuckt? Ich hatte ihn doch genau im Visier. Das war gar nichts. Hardpoints under fire. The enemy has taken the hard point. I'm a fucking badass. Ach herrje. Ready for report. Hardpoint located. Nein! Was macht denn der dort? Hardpoint ist ja gemein. Marking hostile locations. Enemy has the hardpoint. Ich komm nicht weg. Die olle Stun-Grenade war es. Dann einmal hier hinten entlang. Jupp, dem Teamkollegen unauffällig folgen. Was war das? Heieieiei. Das hat aber gerumst. Ich will hier durch. Nach. Oh, da ist jemand. Hardpoint located. Hardpoint activated. Hostile dogs in the zone. Ach, das ist ein feindlicher Hund. Wieso ist er eben vor mir gespawnt? Oder kam die Ansage einfach nur zu spät? Oh, Spawnflip. Tja, jetzt wäre der Punkt bei uns auf der Seite. Wir haben hier einen Spawnflip. Ja, sehr schön. Enemy has the hard point. Watch your head, just falling. Double kill. Wie auch immer ich eben die zwei Abschüsse geschafft hatte, ich hatte eigentlich nichts getroffen. Oh, Gleitbombe, weg hier! Nein! Ruft er mir vorbei, das ist nett. Nettes Wuffi. Ja, da war ja was mit Gleitbombe und so. Enemy has the hard point. Ja, meine Zielkünste lassen echt zu wünschen übrig. Ja, der wusste halt, dass ich dort bin.
ist da einer. Huch! Ich wollte eben da reinkraxeln. Da ging die Wand kaputt. Hardpoint confirmed. Enemy has the hardpoint. Hardpoint activated. Keine Ahnung, was ihn eben abgeschossen hat. Auch jener da. Okay. Die Runde läuft gar nicht gut. Gas! Ich glaube, über mir ist einer. They're sending mortar shells. Sind hier keine Gegner. Die hätten noch hier sein müssen. Da ist einer. Aber immerhin, den einen habe ich abgeschossen. Da ist es vorbei. 26 zu 200. Auwei. Das war gar nichts. Ich muss auch sagen, ich habe mich über jeden einzelnen Kill gefreut. Das lief nicht gut. Und dennoch habe ich ein Level gemacht mit der Cobra Karabiner auf 59 ist sie jetzt. Okay. 10 gegen 10 Team Deathmatch auf Bocage. Team Deathmatch. Eradicate all threats. Your enemies aren't pushovers this time. Kommt sonst immer einer raus. Oh, da ist jemand. Und hier ist auch jemand. Spawn Flips? Nein. Ach ja, je. Mal kurz nachladen. Oh, da war noch einer. Na gut. Bin ich hier? Genau in der Mitte. Jetzt aber Spawn Flips. Okay. Dann einmal zurück. Ach, nicht schließen. Ich wollte die Kiste aufsammeln. Na gut. Da war einer. Recon Mission ready. Find the bastards. That's it for the intel. We have the lead. Keep it up. Spawn Flips? Nein. Keine Spawn Flips. They have the advantage. Ach, war das ärgerlich eben. Ich dachte wirklich, wir hätten Spawn Flips. Deswegen hatte ich nachgeladen. Friendly glide bomber incoming.
Ist die Tür schon wieder geschlossen? Die Kiste war aber dämlich gelegt. Über mir ist einer. Ist schon wieder einer. Hostile Goliath on the crawl. They're driving us back. Wo ist er hin? Hier. So viel dazu. Das tat leicht weh. Oh! Tja, jetzt hängen wir hier hinten fest, oder was? Ah, wieder hier. Okay, der ist weg. Der ist doch nicht weg. Hostile Goliath on the crawl. Hostile dogs in the zone. Jetzt ist er umgefallen, endlich. Und Spawnflip. Schau ich mal hier unten. Hunde. Na super. Oh, Volltreffer. Nein, da kommt noch einer. Ach, diese ollen Hunde. Oh, komm einfach. Nein. Der Typ ist schon wieder da hinten an seinem Panzer und wartet da. Schön den Baum getroffen. Oh, da kommt der Flammenwerfer weg hier. Ach. Ja, das ist immer so eine 50-50 Chance, wenn man da hoch rennt. Und keinen Radar hat. Spawnflip, okay. Der Typ ist diesmal nicht hier. Ich häng hier fest. Nein. They destroyed our supply box. Allies calling a mortar barrage. I'm a fucking badass. Immerhin einen Headshot verpasst. Was qualmt das hier? Na gut, eh vorbei. You sure mucked that up. Tja, das lief jetzt nicht so berauschend. Ja, ich bin zwar Erster, aber genauso oft gestorben, wie ich Abschüsse geschafft habe. Naja. Was war denn das? Sah aber komisch aus. Oh, Stufe 60. Dann breche ich mal die Suche ab. Und stopf mal die Aufsätze drauf, die ich hierfür brauche. 10 Kills mit Zielvorrichtung. Okay, das schaffe ich. Ich stopfe hier mal alles drauf. Gut, so viel war es gar nicht, was ich austauschen musste. Also das Barrel hatte ich sowieso schon drauf.
Den Stock habe ich gewechselt auf Cooper Custom Padded und die Proficiency habe ich gewechselt von Tight Grip auf Hardscope. Und das war es auch schon. Bin ich mal gespannt, inwiefern mich das jetzt beeinflusst oder ob es weiterhin ganz okay geht. Hotel Royal ist dann gesagt 10 gegen 10, Domination. Domination. Move on the objective. Win or lose. That shit's on you, soldier. Securing Charlie. I'm a fucking... Da war der erste Longshot. Securing Baker. Oh, ich habe ihn einfach nicht getroffen. We took the advantage. Ich bin hier durch. Jetzt. Ach, der ist tot. Okay. Taking Abel. Losing objective Baker. Gut, wenn wir hier einen Sniper haben, dann brauche ich gar nicht erst versuchen, da irgendwas abzuschießen. Oh, da ist einer. Ich habe gerade extreme Probleme mit dem Visier, glaube ich. Also ich bin eben von dem Slate-Reflektor weggegangen. Abel is lost. Ups, das tat aber weh. Ich wechsle mal schnell das Visier zurück. Friendly glide bomber incoming. So, in der Hoffnung, dass das jetzt besser geht. Ah, viel besser. They're taking Baker. Oh, da hinten hat einer gesniped. Kriegt man hier eine Kiste hin? Closing with Abel. Das war heftig. Das war zu heiß. Losing objective Abel. Oh, nein. Das war wieder der mit der Pumpe. Abel is lost. Dem scheint es in der Küche zu gefallen. Double kill. New intel. Ready. Recon mission ready. Find the bastards. Friendly attack dogs on the way. Ach, das sind unsere. Okay, sehr gut. Wir hier mal rüberlaufen. Wird nicht gesniped. Losing objective Baker. Recon airport. Oh, wo kam denn der? Von hinten kam auch noch einer, okay. Das ist leicht chaotisch hier. Baker is lost. Ich glaube 8 gegen 8 hätte auch gereicht. Jetzt ist der endlich weg. Okay, da war noch einer. Huch, da ist auch einer. Was hockt denn da dort? Glaub's ja nicht. Ups. Ach. We got eyes.
Aber ich habe ihn eben getroffen, immerhin. So ein bisschen angeschossen. Jetzt. Oh, ein Longshot. Sehr schön. Sehr toll. Das gefällt mir. Da war einer. Da ist noch einer. Sehr gut, dass da ein Teammate war. Der hat mir eben den Arsch gerettet. Oh, schade, dass da zwei waren. Ich glaube, sonst hätte ich ihn abgeschossen bekommen. Hier ist doch schon wieder einer, oder? Doch nicht. All objectives secure. Dig in. Drüben sind welche. Oh, man kann hier hoch. Der ist immer noch da. Da ist er. Und er lebt noch. Oh. Immerhin ist der umgefallen. Losing objective, Charlie. Borders incoming. Get out. Able is lost. Enemy glide bomb incoming. Nearly done. This one's out. New intel. Da war da noch einer, oder? Losing objective, Baker. Doch nicht. Enemy care package inbound. Oh, von hinten. Ja, hier noch was. Sehr schön. 28 Abschüsse. Das ist okay. Stufe 61 und 28 Abschüsse durch die Zielvorrichtung. Das heißt, alle Abschüsse eben habe ich durch die Zielvorrichtung gemacht. Das ist gut. Da habe ich die 100 garantiert auch ruckzuck zusammen. So, Kill confirmed auf Subpens. 8 gegen 8. Los geht's. Eliminate all hostiles. This one's gonna be a nail biter. The lead's ours. Es sind keine Gegner? Ach doch. Wow. Hat er seine Pumpe? Nee, war es nicht. Hier durch. Ach.
kam denn das eben her? Na gut, ich folge ihm mal. Oder auch nicht, ich will hier unten entlang. Yay, der erste Abschuss. Hat auch Zeit. Ah, da hinten war noch einer. Das hat weh. We took the advantage. Enemy scout coming in hot. Der hätte ich zurückgehen sollen, nachdem ich den ersten abgeschossen hatte. The lead's ours. Hold on to it. Oh. They have the advantage. Meine Güte. Was ist denn hier los? Ich bekomme ja gar nichts auf die Reihe. Yay, ich habe mal einen abgeschossen, direkt noch einen. Und noch einer. Oh, weg hier. Ich habe halt nicht gesehen, wo das herkam. Rechts ist einer. Mhm. Den habe ich gesucht. Ach, schade. Ich hatte gehofft, ich kann da irgendwie von hinten rankommen. Wow! Von hinten. Gemein. Der will nicht. Dann halt so. Ja, wenn ich schon keine Gegner treffe, dann mache ich wenigstens die Puppen kaputt. Oh, von hinten. Schade. Hätte ich noch etwas matten sollen. Ja, mein Gegner. Zu spät. Falsch. Kommt man hier durch? Ich weiß es nicht. Wie das einfach mal. Oh, das sind aber viele, ne? Versuche ich es mal hier. Keine Ahnung, ob das eine gute Idee ist. Schnell hier rein. Hier rüber. Oh,
Yeah. Ach, da war noch einer. Okay. Dann habe ich wenigstens mal ein paar Kills gemacht. Was denn? Ich habe hier getroffen. Oh, sogar getötet. Upsala. Wieder hier unten entlang. Das lief ganz gut bisher. Was hat mich denn da abgeschossen? Ah, okay. Der hockt da halt und wartet. Ich weiß normalerweise nicht mehr, wo es eben war. Irgendwo da drüben. Geh mal hier rein. Bleib hier. Oh Gott. Wie schlecht. Ja, geh mal schön vorne weg. Keep the momentum. Sind hier keine Gegner mehr, oder? Nö. Warum auch? Das heißt, die sollten jetzt alle hier drüben sein. Nein, hier sind gerade zwei von uns gespawnt. Oh. Ah ja, naja. Ich habe ihn getroffen. Aber der lebt halt noch. Au! Gewonnen. Und ich bin Drittletzter. Das war nicht so gut. Dann machen wir mal direkt weiter. Wir spielen 8 gegen 8 Team Deathmatch auf Raider. Team Deathmatch. So, gehen wir mal schnell hier durch. Und diese da abgeschossen. Ich glaube, das war nochmal die gleiche. Also die oder der, ich weiß es nicht. Der lebt nie mehr. We're in the lead. Oh, von hinten. Also ich habe ihn gesehen, da oben sind welche. Sieht aber. Aha! Jetzt. Da war einer. Ne, komm hier. Wo ist er hin? Hier. New Intel, ready for report. Oh, wie. Er war ich dreimal komplett überfordert. Ich wusste, irgendwo da ist ein Gegner, aber ich fand ihn nicht. Das war Zufall, dass ich den noch erwischt hatte. Ich bin hier hinter. Das war aber knapp.
intel, ready for report. Ah, da habe ich auf die Minimap geguckt. Da ging das Auto hoch. Friendly glide bomber incoming. Ach, da hinten. Aha. Ah, oh, da war noch einer links. Na gut. Es garantiert immer noch hier. Oder auch nicht. Sniped einer. Nein, hier ist kein Durchkommen. Dann andersrum. Das war ordentlich. Da snipt einer. Die haben sich richtig gut verschanzt irgendwie. Also die einen hier in diesem Bunker. Jener da. Oh, da oben ist noch einer. Was? Obwohl ich wusste, dass der dort ist und auf ihn geschossen hatte, fiel ich um. Mark in hostile location. So, jetzt kommen die hier wieder in ihren Bunker. Ach. Okay, sehr gut. Oh, Granate. Da oben ist auch einer. Komm, zeig dich. Ich hätte halt nachladen müssen, das wollte ich nicht. Oh, sehr gut, dass ich hier bin. Ich glaube, das war gar nichts. Ich gehe mal hier hoch. Hier ist keiner. Na gut. So, wir können hier oben auch campen. Yep. New intel, ready for report. So, das einer in dem Häuschen. Ja, hier, jener da. Wow. Erster. Das lief ganz okay, wie ich finde. Die Kniescheibe weggeschossen. Dann schauen wir doch mal. Stufe 63. Das ist
vollkommen in Ordnung. 64 Abschüsse schon von 100. Da bin ich guter Dinge, dass wir das in der nächsten Episode sogar schon abschließen können. Hier fehlt auch nicht mehr viel. Und zwar noch 27. Das schaffen wir definitiv in der nächsten Episode. 27 Abschüsse, das ist nicht weiter wild. Der da, das wird noch viele Episoden dauern, bis ich da die 100 Longshots habe. Das hier, tja, kann ich überhaupt nicht einschätzen. Ich habe jetzt in dieser Episode nur einmal 5 Kills in Folge geschafft. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Und den Rest habe ich ja schon. Ach nein, hier vorne noch. Headshots. Ja gut, das ist sogar in einer Episode machbar. Weiß ich jetzt nicht. Notfalls 2, aber das, da habe ich gar keine Angst, dass wir das nicht hinbekommen. Sehr schön. Sehr schön. Ja, wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst doch bitte ein Däumchen da. Und wenn ihr mehr von Call of Duty in Zukunft sehen wollt, dann abonniert meinen Kanal. Bis dahin, gehabt euch wohl.